Hallo, heute ist es soweit, der Moment, auf den schon viele von euch gewartet haben, weil, das weiß ich, weil ich schon viele E-Mails bekommen habe, wann löst du deinen Contest endlich auf? Okay, jetzt ist es soweit, ich löse meinen Contest weiter auf, diesmal gibt es den ersten Platz zu gewinnen, fünfter Platz kommt noch, und wenn sich die liebe Sundra82 jetzt nicht bald bei mir meldet, wegen dem vierten Platz, dann werde ich den vierten Platz auch nochmal neu verlosen, weil es ist dann ganz einfach ungerecht. Ich warte schon so lange, dass sie sich meldet. Ich habe sogar schon eine E-Mail geschrieben, aber sie meldet sich einfach nicht. Und naja, wenn sie sich nicht meldet, kann ich ihr das Päckchen auch nicht schicken. Und dann lose ich nochmal aus, weil die anderen freuen sich bestimmt darüber. Aber schauen wir mal, wenn sie sich jetzt nicht demnächst meldet, dann werde ich das neu verlosen. Auf alle Fälle, den fünften Platz wird es ganz bestimmt noch geben. Also ja, bevor ihr jetzt vorspult, weil ihr schon so gespannt seid, wer gewinnt, will ich euch nochmal sagen, dass ihr wirklich alle ganz, ganz, ganz toll wart, aber dass ich mich einfach für eine Person entscheiden musste. Und ich habe mich jetzt einfach für eine Person entschieden, bei der ich wirklich Gänsehaut bekommen habe, die ich mir den Contest-Beitrag angesehen habe. Und da war ich auch nicht die Einzige. Meine Mutter hat auch gesagt, wow, und die Kathi hat es auch echt hammermäßig gefunden. Und über andere Leute, denen ich das noch gezeigt habe, haben es auch ganz, ganz, ganz geil gefunden. Die haben zwar auch alle gesagt, dass alle Beiträge toll waren. Und ja, es war so schwer, sich zu entscheiden, aber dieser Beitrag, aufgrund meiner Gänsehaut, wie oft ich mit denen anziehen müsste und alles, hat einfach der jetzt gewonnen. Und ja, ich werde euch jetzt gleich den Namen sagen und bitte seid nicht traurig, wenn es nicht ihr seid. Es wird bestimmt wieder mal einen Contest geben. Ist nicht so, dass ich jetzt keinen mehr mache oder so. Vor dem nächsten Contest wird es mal eine Verlosung geben und so, also ihr habt auch eine Chance, dass ihr mal was gewinnt. Und ja, aber jetzt werde ich euch sagen, wer den ersten Platz mit dem Contest gemacht hat. Und ich gratuliere Beauty Factory X3. Gratuliere, liebe Beauty Factory. Du hast mich überzeugt, du hast mich hundertprozentig überzeugt mit deinem geilen Contest-Beitrag und du hast den ersten Platz meines Contests gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, alles Mögliche. Ich freue mich für dich. Dein Beitrag war echt ganz, ganz, ganz spitze. Und ich freue mich wirklich für dich, dass du gewonnen hast. Bitte setz dich per E-Mail mit mir in Verbindung wegen den Preisen und so, dass ich die dir auch zuschicken kann. Du hast es wirklich verdient. Und ja, ich hoffe, alle anderen sind jetzt nicht traurig, aber wie gesagt, es wird auch noch einen fünften Platz geben. Also nicht verzweifeln, ihr habt alle noch eine Chance zu gewinnen. Und ja, freut euch bitte auch für die liebe Beauty Factory. Ich musste mich halt auch entscheiden und für mich war es auch nicht leicht, aber ja, ich habe mich jetzt einfach für sie entschieden, weil ja, ich habe euch jetzt eher ein paar Fotos von ihr eingeblendet und ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ihr Beitrag wirklich auch sehr, 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 sehr toll war. Und sie hat auch geschrieben, sie hat 4 Stunden dafür gebraucht, also ist auch eine ganz schön lange Zeit und deshalb hoffe ich, dass ihr euch auch für sie freuen könnt. Wäre ganz, ganz toll lieb von euch und ja, ich freue mich trotzdem, dass ihr alle mitgemacht habt, auch wenn ihr jetzt nicht den ersten Platz gemacht habt, kann halt nur einer gewinnen. Und ja, gratuliere an Beauty Factory X3 und alle anderen nicht traurig sein, weil es wird bestimmt wieder den Contest oder eine Verlosung geben, wie gesagt. Okay, dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!